Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Kleiner Wurm. Mathilde. Hi. Kleiner Wurm ist jetzt weg. Und nein, nein. Hallo. So, Imu-Depp. Heute geht's los. Ab in die Hölle. Ja, diese Folge wird toll. Wir werden in den Vulkan gehen. Das wird toll, das wird geil. Ich hoffe, ihr seid aufgeregt, denn es wird heiß, heiß, heiß. Heiß, heiß, heiß. Ja, mal gucken. Wir gehen wahrscheinlich wieder rein, verbrennen und dann war es das schon wieder. Ich hoffe nicht. Wir sind besser vorbereitet als letztes Mal. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das hier ist. Irgendwie ist bei mir dieses Stockwerk buggy. Also wenn ihr jetzt mal auf meinen Bildschirm schaut, das ist nur in diesem Stockwerk. Wenn ich jetzt nämlich hier auf die Treppe gehe, wupp, ist alles wieder in Ordnung. Kaum bin ich hier unten wieder. Hui, ich fliege. Ich bin voll schwer. Oh, Tilde fliegt. Oh, ich bin ein Geist. Oh, ich fliege die Treppe runter. Ach, was ist denn eigentlich hier aus unserem Kieselnäschen? Ach, hier schwebe ich auch. Wie viel Prozent hast du noch? Wir haben tatsächlich noch eine weitere Goldadersteinnase bekommen. Hä? Ich bin bei 78%. 78? Willst du noch? Hast du Pfeile? Genug Pfeile? Ich habe 120 Rasiermesserpfeile, 100 Schlangenpfeile und 30 Heilpfeile. Also ich habe auch 200 Pfeile, also 100 Gift und 100 Rasier. Aber warum bin ich so überfüllt? Wieso schwebe ich? Willst du ein bisschen Bier haben? Nö. Willst kein Bier? Sind Nö, ich habe Eis. Ich habe Eis und ich habe 3 Trinkflaschen. Ja, Trinkflaschen habe ich auch. Vielleicht ist das Eis leichter als das Bier. Hm, hier schwebe ich nicht. Faszinierend. Ich kann dir gleich mal sagen, also ich habe 50 Eis mitgenommen. Und die wiegen 6,50 Kilo. Aber das schmilzt natürlich. Deswegen würde ich gerne möglichst bald los. Ja, also ich bin soweit. Ich konnte nur 26 Eis mitnehmen, aber es passt schon. Ich will noch meine Getränke auffüllen. Selbst was trinken, trinken. Ach, egal. Ja, okay, ich trinke auch nochmal ein Schlückchen. Und dann. Nicht alles weg. Also irgendwie ist ja, das heute. Von mir aus, ich bin soweit. Es war schön mit euch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, welches hier das Vulkan ist. Imhotep hat noch die Baumaterialien, ne? Ja. Gut, guter Imhotep. Bestimmt hier hinten irgendwo sein, oder? Hier, der sieht gut aus. Oh ja, das sieht vulkanmäßig aus. Sieht heiß aus. 3, 2, 1, meins. Diesmal ohne Pferde. Wir haben uns extra Elemente mitgenommen, damit wir eine Brücke bauen können über den Komm mal schnell weg, das Verderbnis. Ja, ja, ich bin schon. Schön. Waren wir hier schon mal? Ja, wir waren schon mal hier. Kann mich nicht dran erinnern. Sind links runtergegangen. Also wir könnten diesmal nach rechts runtergehen, aber... Meinst du... ...noch den gleichen Weg wie letztes Mal machen. Ja. Gleicher Weg wie letztes Mal? Ja. Sparen wir uns die Pfeile, würde ich sagen. Hui, Hosch die Giftige. Ja, macht mal, Jungs. Der Name ist so giftig. Sonst war da nichts giftig. Was ist denn da? Was Schönes? Skelos Kultistenrock. Huch. Der sieht cool aus. Deswegen nehme ich ihn mal mit. Ich habe keinen Platz, um irgendwas mitzunehmen.
Ja, mach mal. Ich habe keinen Bock hier auf irgendwelche Steine. Nee, kann man nicht weiterlaufen? Huch, ist das... Ist ja niedlich. Was denn das? Leuchtende Augen. Keine Steine, das ist irgendwas anderes. Zacken oder? Ich mach mal. Gibt Stein. Und ich bin überlastet. Dann schmeiß den Stein weg. Hey, Blondie! Blondie hat mich verletzt, ganz leicht. So eine doofe Blondine. Oh, schönes Färbmittel. Aber ich glaube, die Rüstung ist besser als die, mit der ich letztes Mal hier war. Meine auch. Weil da, mir ist hart, nur mir ist nur heiß. Ja, weil da ging es bei mir letztes Mal schon richtig ab hier, glaube ich. Hm. Ah, hier ist auch ein bisschen Stein. Gut zu wissen. Warte mal, ich brauche einen Schluck Kaffee. Ich brauche einen Schluck Tee. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee, Junge. Schöner Pfefferminztee. Ja, jetzt, wo es wieder kälter wird, kann man sowas trinken. Oh, da ist eine Kiste. Und was ist da drin? Bestimmt eine Scheiße, oder? Ah, ich habe jetzt mal ein Rüstungsreparatur-Kit mitgenommen. Oh, das ist keine Scheiße. Oh, hi! Hallo, lasst mich doch mal zurück. Ah, oh, geht ganz einfach. Ich mag's nicht, wenn du Oh-Oh sagst. Nee, alles wieder gut. Aber ich glaube, wir müssten bald irgendwo reinkommen, oder? Wir sind da irgendwie nach links. Ach, ich jetzt. Oh-Oh. Ich verstehe. Da sind wir ja, glaube ich, gestorben, alle Mann da irgendwie gefühlt, ne? Ah, nein, mach das nicht. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Nein, ich mach auch das. Oh. Ich klettere gerade. Ich bin irgendwie. Ah, hier. In so einem okay. Zwischenfelsen. Ich muss mal kurz einen Trunk nehmen. Trunk? Ja, Trunk. Wo geht's denn lang? Ist das unten schon zu heiß? Nee, solange du nicht auf die Lava trittst. Also mir ist nur heiß. Okay. Ich dachte, jetzt wären wir schon unser Verderben gesprungen. Ja, das habe ich auch gedacht. Hätte ja auch sein, dass man einfach so in den Tod stürzt. Ja. So, Imhotep. Komm mal her hier. Ah, das war diese Scheiße mit diesem Piststein. So. Ja, da mit den Dingern, die da rübergehen. Mal gucken, ob das. Kannst du mir mal einen Gefallen tun und dann Imhotep fest irgendwo hinpacken? Oh, ja. Nicht, danke. Dass du dich da bewegst am Rand und der da Idiot da reinläuft und verreckt. Danke. Danke für den Hinweis. Ich mach das hier auch gleich noch ein bisschen breiter. Aber das, was du machst, sieht gut aus. Ist mir scheißegal, ob der Stein da durchkommt oder nicht. Auf die einfachsten Sachen kommen wir nicht, ne?
mache ich jetzt im wahren Leben auch, wenn ich irgendwas überqueren muss, baue ich das voll. Und trotzdem trage ich Imhotep darüber. Wer weiß, ja, wie der, welchen Weg der sonst nimmt. Vor allem hier kommt die Lava ein bisschen rüber, aber passt schon. Oh, jetzt bin ich mal interessiert. Jetzt kommt der Felsbrocken und der glitscht durch. Super. Na, jetzt muss ich aber auch mal Leichen looten, weil ich sehe gerade, ich habe nur noch zwei Sachen zu essen. Ich habe auch sonst noch ganz viel Schalentiere dabei. Na super, dann verhungere ich ja nicht. Alles gut. Oh, sieht aber gut aus. Boah, und wir waren letztes Mal mit den Pferden. Jetzt könnte man so gut durch drüber reiten. Okay. Ach so, nee, ich wollte ja Imhotep tragen. Ja, das mache ich auch gerade. Das ist mir lieber. Das hast du fantastisch gemacht, Mathilde. Das ist atemberaubend. Das nein, du sollst mir nicht folgen. Moment. Hast du super gemacht. Hier ist vorne ein Danke. Gegner. Und hier ist es nicht zulässig. Doch hier. Fantastisch. Ein Hunden könnte es noch heiß werden, aber passt schon. Okay. Kommst du mal von deinem dummen Stein da runter, du Scheißvieh? Ah, der ist auf seinem Thron. So ein Idiot. Die sind coole Wurzeln. Goldlotus. Sammeln die mal. Oder kann man, muss man die irgendwie zerhacken gehen, ne? Nee, ich hab schon gesammelt. Ah. Ich auch schon. Gut. Ah, geh weg, nein, nein. Ach, ich habe sogar einmal Samen bekommen. Ich auch. Aber müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt hochklettern. Hinkommen. Klettern. 2 Meter hier. Also hier bin ich letztes Mal auch hochgeklettert. Okay. Und wir achten bitte drauf, dass wir diesmal nicht aus einer. Wo bist du da? Ja, zusammenbleiben. Okay. Wo ist nein, nein? Hinter mir, okay. So, hier wo ist Imhotep? Wo ist Imhotep? Imhotep ist scheiße. Ach, da ist er. Ich weiß gar nicht, warum wir hier verreckt sind letztes Mal. Weil hier auch noch irgendwelche anderen Viecher waren, gegen die wir gekämpft haben. Warte mal, lass mich noch mal hier umbauen. Und uns extrem blöd angestellt haben. Ja, das kann auch sein. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich nehme jetzt auch sämtliche Heiltränke, die ich habe, ab in die Leiste. Ja. So. Und wir lassen die anderen beiden Jungs kämpfen und wir ziehen uns dann immer halt so ein bisschen zurück. Nicht, dass wir, ja. Ich will hier nicht verrecken. Rechts rum oder links rum? Rechts kommen sie schon. Oh. Menschen. Das waren aber nicht die, die mir das Genick gebrochen haben letztes Mal. Ich fände es aber auch schön, wenn unsere Jungs dann könnte ich immer hochkommen. Ja, ich hole schon quasi die nächsten. Aua. Mit Steuerung Schild hoch, ne? Ja, ja, ich weiß. Gerade gegen die Bogenschützen ist super. Oh, da geht's runter. Gerade die Wichser mit den Dolchen, ne? Mhm. Oh, der fällt da runter. Gucken wir mal die Leichen an. Obsidian-Axt, ob die cool ist? Oh, ich bin überlastet, die ist cool. Halt, lass es mal unsere Jungs machen. Sie ist runtergeputzelt. Oh, rechts, hinter uns. Oh.
Ich hoffe, nein, nein, du bist nicht gestorben. Der ist nämlich gerade auch runtergepurzelt. Hier hinter mir. Ach, Gott sei Dank. Oh, die haben mich erwischt. Ah. Bietsch. Danke, Imhotep. Nee, nein, nein, hängt da ganz komisch. Komm mal hierher. Hierher bewegen, du. Nein, nein. Ich bin doch... Ach nee, wahrscheinlich kannst du hier nicht absetzen. Oh, die Tussi hat eine Kerze. Oh, Kerzen mitnehmen. Die auch. Wo ist Nein, Nein hin? Also bei mir steht er da auf dem Rand. Okay. Obsidian-Axt ist bestimmt nicht toll, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Platz. Ich nehme nur Kerzen mit. Die wiegen nichts. Okay, gehen wir aber vorsichtig weiter. Ich hoffe mal, dass Nein Nein bald mal kommt hier. Also bei mir rennt er hinter uns her. Ah, jetzt. Okay, super. Bei mir stand er am Rand und ich... Haben wir überhaupt geguckt, was da am Rand überhaupt, wo es da hingeht? Nö. Aber wir wollen ja sowieso hier hoch, ne? Ja, und da sind schon wieder die nächsten drei Stück. Ich guck mal runter. Oder geht's tief in irgendwas? Bist du schon im Nahkampf? Nein. Gut. Aber irgendjemand ist da im Kampf. Bleibt hier auch nicht. Ah, die Tussi links. Gehört aber nicht zu uns, oder? Nein. Die rennt weit. Okay. Hab ich was verpasst? Nimmt die nächsten auf der anderen Seite. Ja, ja. Ich folge mal auf die andere Seite. Ich bin noch unten, ne? Ich bin die Treppe noch nicht hochgegangen. Ah, du wirst angegriffen, ne? Ja, ja. Aber ich bin unten stehen geblieben. Ja, okay, ich komme runter. Jetzt kann mal jemand trinken. Okay. Oh, was hat die denn zu trinken? Ein Krug, ne. Aber das war die, die jetzt alle da bekämpft hat, ne? Die, nee, die habe ich gerade abgeschossen hier. Ne, die Tussi hier. Ja, die stand links gerade die ganze Zeit. Wir mit einem Kampfmove gerade. Nicht im Schuss. Wo habe ich, höre ich viel so? Ah, rechts, über uns. Auf der anderen Seite. Ich folge dem Mann. Die kämpfen aber hier alle gegenseitig. So ein Schlangenvieh ist da drüben. Genau, das waren die, die mich letztes Mal fertig gemacht haben. Aber warum kämpfen die Menschen untereinander und das Schlangenvieh kämpft gegen die anderen? Seit wann kämpfen die Gegner gegeneinander? Also. Keine Ahnung, aber ich find's nett. Ich find's jetzt auch nett. Rechts ist Schlangenvieh. Das lassen wir mal anlocken. Ich weiß nicht mehr, wie das mit den Schlangenviechern war. Aua, hat mich erwischt. Ich war das letzte Mal hier, da war es total dunkel und meine Leute waren tot und es war alles kacke. So, warte mal. Ja, heute die mal. Das Vieh. Ich hab nichts zum Häuten, ich hab nur was zum Hacken. Ah, okay, dann häute ich mal. Oh, ich habe Verderbnis bekommen. Cool. Oh, die hat einen coolen Stab. Was ist das denn? Obsidian-Wurfspeer. Ich habe mir mal einen Obsidian-Pfeil genommen. Ah, die Speere kann ich nicht nehmen, wenn ich überladen. Sogar beim Zerhacken wurde ich überladen. Es gab Reptilienhaut, nichts Besonderes. Das schmeiße ich alles wieder raus. Egal, lass uns weiter.
Muss ja irgendwie auf die andere Seite gehen. Oder weiter nach oben. Gucken wir mal, ob wir die hier noch so haben. Ja, ich geh mal zur Kiste. Nimm das Obsidian mit, wenn sie was haben, ne? Silbermünzen. Ach. Skelos-Kultistenkapuze. Wir können uns verkleiden. Da bist du. Es geht ja nicht mehr höher, ne? Muss doch irgendwie noch höher gehen. Ah, hier. Alle da? Boah, ist ja fast wie ein Urlaub, ey. Wo er war. Einmal durchzählen. Nee, nee. Zweierreihe aufstellen. Weißt du noch, wo wir diese Schlucht da lang gegangen sind oder was das Ach da war? Ach so, ja. Aber ja, das war das die Hälfte ja hier von dem Steinweg. Und dann ging's rechts runter. Ja. Rechts sind zwei Schlangenviecher. Ja. Und die locken wir mal an. Warte mal, ich bin noch gar nicht so weit. Auf welchen schießt du? Rechts. Okay. Wenn ich jetzt die Augen rausschneide, dann habe ich auch Seetsaugen, glaube ich. Der hat ein Obsidian-Großschwert. Oh, ich habe keinen Platz, du. Der hat schon wieder Wurfspeere. Und einen Tonkrug. Brauchst du einen Tonkrug? Nee. Das Großschwert ist vielleicht was für dich. Jetzt warte mal. Also es ist nicht so geil wie das Sternmetall-Großschwert, das Imhotep hat. Der hat auch eine Obsidian-Sichel. Ja, ich habe mir auch schon eine genommen. Nee, ich kann keine nehmen. Die ist ja fast im Arsch hier. Aber macht da kaum Schaden, 48. Also mein Schwert macht 51 ohne. Aber okay. Rüstungsdurchdrängung ist ganz gut gewesen. 24%, bei mir ist nur 9%. Okay, ich habe auch nur 9%. Ich lasse sie trotzdem liegen. Rechts, links, okay, links. Ah, hier zischt doch irgendwas. Da ist jemand. Das ist ein normaler Mensch. Der ist nicht schlimm. Aber ich habe auch was zischen gehört. Ja, ich hab's auch zwingeln gehört. Wahrscheinlich war da der Weg nach oben oder so. Ob man da runterspringen kann? Hat eine Obsidian-Axt. Man kann bestimmt da runterspringen. Ich weiß bloß nicht, ob das gut ist. Das weiß ich auch nicht. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Bist du wieder rausgegangen oder? Ich bin im Kreis gelaufen. Das heißt, da. Bist weitergelaufen, das war meine Frage. So. Weiter, ja. Vielleicht geht's hier irgendwie am Rand wieder hoch, ich habe keine Ahnung. Von da sind wir ja gekommen. Aber da, wo wir es beide so züngeln gehört haben, vielleicht. Also hier so. Ja, schon wieder. Oh, Vorsicht, hier ist ein. Hier nicht. Da haben wir hier innen drin irgendwas übersehen. Das ist nicht. Möchte ich da ja reinspringen. Aber erstmal möchte ich weiter nach oben. Hm.
Ja, von hier sind wir wieder gekommen. Also es geht definitiv weiter nach oben. Da oben ist ja auch noch was Treppenmäßiges. Ja, ja. Es muss bestimmt dann irgendein Kackrand wieder weitergehen. Du willst klettern? Mhm. Okay. Kannst du nicht klettern? Nein, und es ist extrem heiß. Klar kann man klettern, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil ich bin gleich ausgelaugt. Ja, bis hierhin komme ich und dann war's das. Und aua. Warte mal, wenn ich in zwei Teile ausziehe. Ist hier nicht vielleicht irgendwie ein Stein, wo man... Wann kommst du hin? So. Ah! Au! Ich bin fast hingekommen, aber dann hat die wieder einfach losgelassen. Ah, die Gegner spawnen schon wieder. Na toll. Wie kommen wir hier hoch? Wieso spawnen die so extrem schnell? Gegenüber ist schon wieder eine Schlange. Oder haben wir die nicht erledigt? Eigentlich schon. Du, Sam. Wo geht's denn nach oben? Du bist hier so lange. Oh, ich hab meine Schuhe noch nicht angezogen. Entschuldigung, ich wollte mir Ihren Turm anschauen und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Können Sie mir helfen? Runterfallen. So, die Leiche ist runtergefallen, oder? Toll. Der hat bestimmt das Geilste dabei gehabt, was wir brauchen. Wir hätten ihn mal nach dem Weg fragen sollen. Aber warum ist er jetzt gespawnt und die anderen nicht? Sagst du das? Hast du eine bessere Stelle zum Klettern gefunden? Ich versuch's noch. Ah! Ich rutsche immer wieder runter und ich weiß nicht warum. Und wenn man sich komplett nackig macht, ist böse, ja? Ja, wenn du Eis futterst, geht es aber. Dann hast du auch einen Reisefortschritt. Ah, danke. Das... Und ich glaube, ich komme hoch. Nein. Ah, das ist die Kante. Ich bin oben. Oh, oh. Imhotep, hilf mir! Nein, bei mir ist ein Gegner. Toll, wo bist du denn jetzt hochgekommen? Da, wo die Treppe auch ist. Also, wo wir hochgelatscht sind auf die Etage. Mist, ey, fast verreckt. Wo
wir hochgekommen sind. Ja, ja. Und dann bin ich, ich glaube, links. Also da etwa, wo ich gerade stehen. Also ich bin gerade über dir. Ich sehe nicht, wo du stehst. Ich bin über dir. Ach, da. Ja, aber ich muss noch einen Heiltrank nehmen, weil man sich ja so super heilt hier in diesem Spiel. Mhm. Zwei Aloe-Tränke. Ja, und bin noch nicht mal voll geheilt. Das ist ein Porno. Was sind schon die geilen Aloe-Tränke auch teilweise? Ne, die habe ich noch nicht benutzt. Achso. Jetzt bin ich überlastet, wenn ich kletter. Schlimm. Du schaffst das. Aber es sieht gut aus. Könnte klappen. Ich habe mich gerade nicht ganz nackig gemacht. Ja. Ja, hallo Heinrich. Juhu. Ich bin da. Sehr geil. Das musste man auch bestimmt machen, so. Ja, also lass uns aber erst rumgehen, bevor wir weiter hochgehen. Da ist eine Kiste. Wir haben vorher nie Eis gelutscht, ne? Nee. Oh, eine Eisenschüssel. Wow. Da hat sich der Weg jetzt echt gelohnt für diese Eisenschüssel. Echt, sowas wollte ich schon immer mal haben. Ich hab's nirgendwo gefunden. Sieht aber eklig aus. Ich bin hässlich. Los, tilgt diese hässliche, billige Schlange hier. Das ist ein Echsenmensch, der uns von der anderen Seite des Planeten. Oh, er kommt. Der will spielen. Na komm her, du Schnuckel. Alter, der hat Mörsch-Trophäe. Dafür. Und hier noch eine Eisenpfanne. Krass. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ich glaube, wir können tatsächlich weiter nach oben gehen. Ach, hast du schon ohne mich geschlachtet hier? Ja, den ersten habe ich hier ohne dich getötet, ja. Okay, lass uns weiter, mir ist heiß. Wir hätten letztes Mal schon diese Rüstung haben sollen. Hm. Da sind wieder Leute. Die Gegner gehen eigentlich. Ja, lass uns mal hoch den Bogen schützen. Kurz links und rechts gucken. Da ist auch noch jemand. Ah, ist aber weggegangen. Vier auf einen sind wir unfair. Egal, von hinten Bogenschütze. Hat mich erwischt. So, mal Bogenschütze. Oh, er kann nicht blocken, wenn er keine Ausdauer hat. Lesen. Oh, lesen. Eine Steintafel. Schlangenmensch-Schild, Schlangenmensch-Pfeil, Schlangenmensch-Gedöns. Ganz viel. Pike, alles mit Schlangen. Streitkolben. Pass auf, wenn dann Schild, Dolche, Schwert, Kriegsachs, Kriegshammer. Da brauchen wir Obsidian für. Wahrscheinlich. Oh, eine Truhe, da ist was ganz Wichtiges drin. Ja, nichts. Warte, ich guck mal kurz. Ah, Schlangenmenschenschwert hat nur 44. Ich
Ich überlege gerade, ob es hier noch irgendwie weitergeht. Das Schild sieht gut aus. So, Schild, was? Ob es hier irgendwo weitergeht oder sind wir bestimmt am Ende, oder? Wenn da nicht hier sieht es aus, als ob man hier noch eine Etage höher kommen könnte. Wo? Hier. Okay. Eis lutschen. Ausziehen. Jawohl. Danke für den sehr offensichtlichen Tipp nochmal mit dem Mais. Ihr kennt uns ja, das Offensichtliche fällt uns nicht auf. Nee, das ist meistens sehr schwer bei uns. Aber deswegen ist es ja gut, dass wir so einen netten Menschen haben, die uns nochmal das auf das Offensichtliche hinweisen. Okay, ich glaube, jetzt ist Ende. Geht auf jeden Fall nicht. Von hier oben kann man bestimmt super runterspringen. Aber hier ist so ein richtiger Absprung. Also ich habe keinen Bock, hier meine Leiche irgendwie zu suchen. Ich auch nicht, aber ich habe Bock zu springen. Ich komme nicht nochmal hierher für dich. Ich habe am meisten eigentlich Angst um Imhotep. Und eigentlich suchen wir hier noch einen Teil da, was wir für unseren Fortschritt brauchen. Vielleicht müssen wir da ja reinspringen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Haltet mich für bescheuert. Schreit jetzt bitte nicht. Nein, Mathilde, spring nicht. Hört's euch wirklich springen? Ich will dich jetzt nicht abhalten. Ach, was soll's. Teste mal. Wollt ihr ewig leben? Sei, oh, Scheiße! Sei unser Test-Dummy. Und was passiert? Also, es hat geklappt und... Du bist woanders. Cool, das muss so sein. Okay, dann... Ich wollte meine Figur nicht opfern. Oh, ich will nicht ewig leben. Sagen, wir gehen noch nicht durch dieses Tor, weil das führt uns bestimmt raus. Wir gehen mal hier weiter. Hier liegen Skelette, Tote. Ja, hier sind Leute, die irgendwas anbeten. Ich weiß nicht, ob die nett zu uns sind. Hallo? Seid ihr nett? Seid ihr cool? Ihr betet erstmal nur. Okay. Aber nicht Imhotep. Imhotep greift an und haut zu. Der andere kommt jetzt auch wieder. Jetzt sind sie nicht mehr freundlich. Ja, das kann ich sogar verstehen. Sie jetzt nicht mehr cool drauf sind. Das kann ich jetzt auch nachvollziehen. Ah, das wird hier jetzt... Könnte jetzt ein bisschen größer werden hier. Mhm. Wollen wir hier oben nochmal einen Rundgang machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also sind hier überall betende Heinis. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt töten. Wir können hier erstmal um sie rumgehen. Ja, ich weiß nicht, ob Imhotep und Nein-Nein so brav deswegen sind. Deswegen gehe ich hier extra am Rand. Ja, das mache ich auch. Also sind ja ganz nett hier, die Leute. Ja. Hier könnte man wieder irgendwo hingekommen. Also nette Leute müssen wir nicht unbedingt töten. Also das nö, ist... das finde ich auch. Und super Loot hatten die jetzt bestimmt auch nicht, oder? Nee. Okay, also ich denke, wir können weitergehen. Boah, dann haut mal rein, ihr betenden Leute. Ging's lang hier runter. Guck mal, hier ist ein... Das sieht ja cool aus. Ja. Mit den Schlangen drumherum. Die Lava, die da reinfließt. Schön. Irgendwer kämpft wieder. Ach, unsere Jungs da oben. Ja. Gehen wir hier mal weiter runter. Seit wann kann ich eigentlich Parsel sprechen? Weiß ich nicht.
Ich weiß aber, der Scheiß ist irgendwas von Harry Schrotter. Hey, du bist gut. Ich weiß. Oh, hier sieht's. Und man sieht da gar nichts, das ist so doof. Ah, okay. Hey! Imhotep, komm hierher! Na bitte, kommen Sie schon. Ah! Wird ja auch Zeit, dass ihr euch mal ihre Ärsche hier runter bewegt, Jungs. Was auf jeden Fall schon mal besser ist, es ist nicht wie im Wassertempel, wo die Gegner einfach so doof ja, rumstehen. Ja, das war zwar einfach, aber schade. Einfach schade, weil einfach keine Herausforderung da war. Einfach schade klingt richtig gut. Hast du es, Oder schade einfach, könnte man auch sagen. Ja. Kommen wir da direkt zu dem runter? Können auch nach links, aber ich glaube, lass mal runter, das ist cool. Ja, ich dachte, wir gehen links lang runter halt. Ja. Wenn man hier so über links nach unten kommt. Machen wir das so. Ist das schon der Endboss? Nee, der hat nur einen. Oh, kommt jetzt aber was. Aua. Aua, 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 aua. Wer fickt mich denn hier gerade? Aua, 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 ich komm nicht weg, aua, aua! Wir kommen schon. Die haben auch nichts zu essen, nichts Heilung. Brauchst du Harz? Der hat gerade 6. 6 mal Harz. Oh, der verwendet, das ist gut. Oh, da ist noch einer, der betet. Aber warte, so lange er nicht. Kann ich hier drauf gehen? Kann ich hier irgendwas machen? Vulkanische Schmiede. Okay. Toll. Jetzt hätte man hier irgendwas Geiles schmieden können, ne? Ja, wahrscheinlich ist das wie im Wassertempel. Nee, war das Wassertempel? Nee, Eistempel. Ach, hier ist ja so ein richtiger Dings. Ach, Jungs, ihr wollt unbedingt kloppen, ne? Man kann ja hinten nochmal gucken, was der hat. Hm. Hier hinten rum noch irgendwas Tolles ist. Nee. Okay. Ansonsten gehen wir da nochmal links hin. Oh, dann gehen wir hier in diese schöne Treppe. Oh, warte, hier ist eine kleine Kiste. Eine Holztruhe. Da ist jetzt der gute Die kann ich nicht öffnen. Kannst du die öffnen? Hier ist ja noch jemand. Nee. Dann ist das eine Ding. Nö. Gut. Links geht's auch lang, links oder rechts? Brauchen wir Obsidian, ne? Wir haben nichts groß, was man daraus machen könnte. Okay, gehen wir mal da lang. Doch, die ganzen schlanken Sachen jetzt. Ja. Ich muss was trinken. Oh ja, ich auch, danke. Oh mein Gott, ich habe alle drei Trinkschläuche aufgefüllt gehabt. Leer?
Ja, nur einer war gefüllt. So eine Kacke. Muss ich mich noch vom Eis ernähren? Ah, voll rechts ist so eine Spucke-Echse. Ja, die ignorieren wir. Wir gehen hier den Weg. Ne, die kommt aber direkt auf dich zu. Ach. Oder auf mich. Boah, die spuckt hier. Du hast gerade noch gesagt, das ist eine Spucke-Echse. Ich war überrascht, dass sie in meine Richtung spuckt, dieses Scheißvieh. Scheiße Echsen. Echsenmenschen hasse ich. Hm. Trump ist bestimmt auch einer. Was wollt denn alle von mir? Ich dachte, Hillary ist schon einer. Ah ja, stimmt, Hillary war eine. Hm. Obama bestimmt auch. Garantiert. Und der Wendler auch. Ne, hier geht's bergab. Da sind 6, 7, 8 auf einmal. Ich nehme mal Schlangenpfeile für die Schlangenmenschen. Und sie werden gerade angegriffen, hinter uns. Ah, ich sehe nichts. Ah, was bin ich? Wer bin ich? Oh. Ist das auch so dunkel sein? Ja, auf einmal ist es dunkel, ne? Ist ja... Scheiße. Willst du echt die andocken? Ja. Kann man nicht hier irgendwo hochklettern? Wollen wir erstmal die rechts machen. Ja, lass mal rechts, da haben wir ein bisschen Freiraum, glaube ich. Ich hol den rechts mal ran. Wenn ich treffe. Scheiße. Wo rennst du lang, du Idiot? Ah, genau da, wo es dunkel ist. Ja. Ich leuchte. Oh nee, verbinde mich. Warum verbinde ich mich? Ich hab mich verdrückt. Nein! Lass mal hinten gucken, ob da noch mehr von den Heinis sind. Oh, da hat einen Atemtrank. Brauchst du einen Atemtrank? Ja, dann so viele davon. Schön wäre es, wenn hier so ein Stein gewesen wäre, wo man sich verstecken kann. Oh, hier ist eine Truhe. Mist. Gold. Also hier sieht es aus, als ob es auch hier irgendwie weitergeht. Wie geht man runter? Ja, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn wir die Fuzzis da niedermachen, oder? Es sieht nach so einem wichtigen... Ja, aber Ort wollen wir dann ein Nein hinschicken und so? Boah. Erstmal ins Licht gehen und dann... Ich habe auch erstmal die Schlangenpfeile aufgelegt, damit ich die schön vergiften kann. Ja, ich nehme die nochmal ein. Mit welchem fangen wir an? Den ganz links. Okay. Oh! Der ist ja gleich umgekippt. Okay, das scheint... Ah, das sind kleine. Guck mal. Boah. Das ist ja gut. Alter, haben wir das schon. Das hätten wir sonst nie überlegt. Ach, okay. Der hatte hier Kletterstiefel. Ich habe die mal mitgenommen. Kletterstiefel? Hm. Das waren bestimmt Kinder. Die haben ohne eine Trommel. Nee, ein Kletter- oh, und dann ist noch ein großer dabei. Ja, dann machen wir auch mit Bogen. Okay. Zwei. Rechts ist auch noch einer. Ein kleiner. Was wollt ihr denn von mir, ey? Geht nach Hause. Ja.
Und der hat eine Kerze gehabt. Lauf, Heinrich, lauf! Eine Truhe, in der nichts drin ist, cool. Und Kletterstiefel. Nimm die vielleicht bald mit, wer weiß. Nicht, aber warum, ist ja voll blöd, dass da so eine Truhe, die irgendwie komplett leer ist. Ist ja, das ist echt kacke. Wer macht denn so einen Scheiß? Gut. Kannst du mir ein bisschen Essen rauswerfen, ein bisschen Schalentiere? Ja, warte. Nein! Oh, ich wollte doch nichts trinken. Oh, jetzt hat die alles rausgeworfen. Danke, ich wollte mir gerade die Hälfte nehmen. Ups, jetzt habe ich alles rausgeworfen. So, jetzt ist noch die Hälfte da. Was sagt denn die Aufnahmezeit? Wir können einen Break machen, wenn du willst. Okay. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir hier eine Unterbrechung machen. Dann machen wir das. Dann liken und kommentieren nicht vergessen. Ansonsten bleibt gesund. Abonnieren, die noch nicht getan haben. Die es nicht getan haben, schämt euch. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.